So geht Und das dann? wieder mitten in der Nacht, die 2 Kilometer in den Hügeln abgeduckt, abgetarnt, dann nach Süden. Wir peilen wieder so in etwa den Punkt an, zu dem wir auch mal Romulus damals ausgekundschaftet hatten. Du weißt, welchen ich meine? Genau den weiß ich. So erreicht ihr nach erneuten 2 Kilometern mitten in der Nacht, schwitzend, abgehetzt und steht. Die Hügel, die ihr vor einem Tag erst gesehen habt. Und blickt auf das Tor der Trollzacker. Eine kurze Zwischenfrage: Wie lange hat das gedauert? Wie viel Uhr ist jetzt? Ich gehe mal wieder von einer Stunde aus, also würdest du sagen, ja, 24, ja, 24 Uhr. Gut, also entweder bleiben wir jetzt noch einen kompletten Tag hier oder wir müssen es jetzt machen. Besser jetzt als später. Ich hoffe, in der Stadt verliert sich unsere Spur. Denke ich auch, wenn wir uns erstmal zu Verbündeten innerhalb der Stadt durchgeschlagen haben, entweder zur Akademie oder zu den Gänserittern, wird ein Tag oder mehr nicht viel ausmachen. Ich schaue mal hoch zum Nachthimmel. Wie ist der Mond? Die Mondphase? Das kann ich dir sogar ganz genau sagen. Einen Blick in den Kalender werfe. Wir haben 17. Ingram. Ah, ja. Raya. In den 17. Raya. Kann ich dir gleich sagen. Abnehmender Radmond. Es ist fast Vollmond. Vor 3 Tagen am 14. Raya war Vollmond. Und jetzt aktuell nimmt er wieder ab. Also würde ich sagen, Sind unsere 15, 20% des Mondes ist aktuell wieder verdeckt. gibt es Der Himmel bewölkt oder sternklar? Das könnten wir mit einem Wurf auf einem W20 bestimmen, inwiefern jetzt der Himmel bewölkt oder nicht bewölkt ist. Soll ich mal? Jo, mach mal. Hat er geworfen? Nee, jetzt. Und da, okay. Zwei, dann ist klare Nacht. Na gut. Die Bedingungen sind nicht die besten, aber lasst es uns versuchen. Ich meine, wir können natürlich noch ein, zwei Stunden warten. Die beste Stunde zum Zuschlagen ist eh immer so eine Stunde oder so vor Sonnenaufgang. Also, weiß nicht, 2, 3 Uhr. Hat uns diese Wache damals gesagt, wann die Wachwechsel sind? Es gibt keine Wachwechsel. Okay. Gut. Dann sollten wir uns irgendwo unterkommen. Und wenigstens 1, 2 Stunden etwas Kraft tanken. Ja, ich meine, ich hätte auf dem, wenn man jetzt diesen Weg den Hügel runtergeht, da ist, glaube ich, irgend so eine abgebrannte oder halb zerstörte Hütte. Gut, lass uns gehen. Wir schleichen dann halt diesen Weg, diesen Pfad hinunter, wahrscheinlich abseits des Pfades, zum südlich, hat sie gesagt, des Pfades, zum Bauernhaus. Seht euch sonst gerne, wenn ihr wollt, dann So. zeigt mir mal. Dahin. Ja. Das klingt gut, das können wir machen. Ja, wieder ein verlassenes Haus, eine abgebrannte Ruine. Das war natürlich vor einigen Tagen sicherlich mal noch ein funktionierendes Bauernhaus, eine Hütte, eine Karte. Aber mittlerweile hat hier wohl dann Lolgramot Einzug gefunden und diese Heimstatt existiert nicht mehr. Von den Bewohnern keine Spur. Könnte man sich natürlich reinlegen und mit Sichtschutz dann schlafen, aber gastfreundlich ist was anderes. Wir würden wahrscheinlich erstmal die ganzen Räume durchsuchen, vermute ich mal. Und gucken, ob es nicht irgendwelche unliebsamen Gäste sich beherbergt haben.
Ratten, Bifare, Kotongis. Möchtest du ein Odem wirken im Sichtbereich? Nein, ich habe keine Kraft, fast keine Kraft mehr. Ich wollte mir wirklich sparen. Ja, dann versuchst du nach unsichtbaren Flügeln zu lauschen, die in der Nacht über euch liegen. Wirst du aber wohl nichts feststellen. Ah, achte mal, ich habe noch eine Alraune, die können wir auf jeden Fall abbrennen. Eine gute Idee. Wirkt die Alraune nur gegen Mazor-Dämonen? Also Kotongis. Also gegen Kotongis explizit. Genau. Richtig. Ob da jetzt noch andere Dämonen von betroffen sind, wäre mir nicht bekannt. Kann ja, aber nicht. Natürlich sein. Also vermutlich am Mazor-Dämonen, würde ich jetzt sagen. Ich denke tatsächlich, dass es nur Kotongis sind. Aber ich denke auch. So steht es explizit drin. Ja, also ihr könnt ihr auf alle Fälle ankokeln, anräuchern und ja, gesehen habt ihr keine, aber so könnt ihr auf alle Fälle sicher sein, dass es die Kotongis diese Nähe nicht mehr suchen werden oder wollen. Ich halte trotzdem sehr intensiv nach Rattenausschau. So nach dem Muster des Viehs, das wir gesehen, also ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die anderen das gesehen haben. Ich würde mich erst mit meinen Sachen in eine Ecke schmeißen und mich erschöpft gegen die Wand lehnen, auf den Boden setzen und so ein bisschen vor mich hindösen, gegen die Wand gelehnt. Ja, wirklich, an Schlaf ist wohl auch wenig zu denken. Ihr seid natürlich jetzt so nah an einer belagerten Stadt, sehr friedlos und ruhelos. Das wirkt sich natürlich auf euch aus. Also wenn wir jetzt eh noch ein Stündchen hier bleiben, möchte ich gerne in der Zeit astral meditieren. Wie lange dauert das? Das ist egal. Also pro Spielrunde kann man einen LEP in einen ASP umwandeln. Also das ist halt abhängig davon, wie lange man Zeit hat. Plus 1W3, oder? Genau. Es sei denn, man hat halt Sonderfertigkeit. Ne? Okay, gut. Dann ist es 1:1 umsonst. Nein, es kostet dich 1W3-1, außer du hast Tonis. Dann ist es umsonst. Und das Anfangen der Meditation kostet dich einen ASP. Also wenn du 100% leben willst, kannst du es nicht. Wie viele LEP hast du gerade? Ich bin fast voll. Okay, und du möchtest ich jetzt halb machen, oder wie? Keine Ahnung, also nee. Wir haben ja gesagt, dass wir eine Stunde hier bleiben, also könnte ich halt maximal 6 Punkte umwandeln. Seien ja, wir bleiben also länger, dann würde ich halt... Ich komme dir da auch entgegen, beziehungsweise die anderen können dir da sicherlich auch entgegenkommen, wenn du das ansagst, also... Also erstmal könntest du 12. Ach ja, stimmt, pro Spielrunde nicht. Ja, okay. Was denkt ihr? 5 Minuten. Wollen wir heute noch über die Mauer? Wollt ihr hier bleiben? Ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit haben. Ich schau mal, wie der Mond steht. Wie viel Nacht haben wir noch so über den Daumen gepeilt? Ja, wir sind ja, jetzt, also wir sind jetzt 2 Stunden nordwärts marschiert, dann haben wir da 3-4 Stunden zurück. Und wir hatten es schon dunkel. Also ihr seid ja relativ früh ins Bett gegangen, wenn ich das mal so sagen kann. Und während der ersten Wacht ist dann ja auch sehr bald schon was passiert. Dann seid ihr gelaufen, wieder hin und her. Und also du gehst mal davon aus, dass es... Ja gut, du hast halt keine Uhr. Ne? Man müsste jetzt sowas wie so ein Ei haben, damit man dann die Uhr einschätzen kann. Ich kann dir... Sternenkunde habe ich nicht. Orientierung? Ja, Sternenkunde ist es. Ansonsten Winsalterei. Ich habe eine Uhr von Leonardo. Hilft die mir? Die hilft dir. Dann könnte ich euch mehr oder weniger fast genau sagen, wie spät es ist, weil es ja das... Aber mir stellt keine Hypothesen auf, sagt mir einfach die Uhrzeit. Ja, ich warte dann auf den Meister. Wie spät ist jetzt? Es ist 1:30. 1:30. Die Uhr geht sehr präzise. Arbeit von Leonardo. Wann wird es hell? 4, 5? Ja. So länger als eine Stunde sollten wir hier nicht bleiben. Also wir müssen ja auf dieser Seite auf die Mauer rauf und auf der anderen Seite wieder runter. Wie hoch ist die Mauer? 4 Schritt. 4 Schritt. Plus Graben. Ja. Graben bitte nicht. Aber wieso ist das wichtig, wie hoch der Graben ist? Ja, ich vermute mal, der direkt hinter dem Graben ist kein Mauerstück, kein Landzunge sozusagen. Also musst im Graben bleiben und dann aus dem Graben die Mauer hochklettern. Ja, aus dem Wasser. Aber das. Das macht's nicht einfacher, da gebe ich euch ja recht, aber das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir auf der anderen Seite auch wieder runter müssen. Richtig.
Ich weiß, es wird zwischendrin keinen Abgang geben. Wir können das mit diesem Seil einfach wieder runterlassen. Genau, hoch und wieder runter. Ich muss bloß das Seil die ganze Zeit in der Hand haben, damit es nicht zurückverwandelt. Ah, da ist der Haken. Aber dann müssen wir alle auf einmal rüber. Wir können auch nacheinander. Wir können festhalten und wir klettern nacheinander hoch. Genau. Ja. Wir haben doch noch das Fernrohr von Kiaras, oder? Ja. Zumindest könnten wir dann die Mauer beobachten und einen günstigen Zeitpunkt abpassen. Sollten wir uns wohl noch ein wenig näher heranbewegen. Nützt das nichts, wenn wir einen günstigen Moment erkennen und dann noch ewig weit laufen müssen. Das aktuell sind es 120, 130, 140 Meter zu dem Mauer. Okay, das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Da braucht ihr vielleicht ein bisschen Tageslicht, aber dann auch nicht mal mehr ein Fernrohr. Die Wachen haben Fackeln, oder? Damit sie selbst geblendet werden? Nee, also... Nee, die müssen wir mal sehen. Eine Fackel sehen treten, oder? Nö, das ist egal, der Mond scheint. Man kann sagen, der Mond scheint und wenn sie halt da oben stehen, dann werden sie gesehen, aber sie können selbst ja nicht sehen, was irgendwie in 200 Meter Entfernung ist. Also da hilft ihnen die Fackel ja gar nicht. Sie werden aber nur geblendet, wenn sie die vor ihr Auge halten. Weil lassen sie dann eher auf die Nacht sehen. Alles klar. Die Mauer denn irgendwie beleuchtet oder ist die Mauer auch komplett dunkel? Die Mauer ist dunkel. Okay. Das Turm, also hier Trollzacker Tor, das ist natürlich beleuchtet, ja. Aber die Mauer an sich ist dunkel. Nehme ich mir also mal Kiaras Rohr in die Hand. Er wird dann nie ein Problem mit haben. Oh. Wir schauen uns mal die Mauer an. Ja, das Tor ist zu, die Zugbrücke ist hoch. Du siehst allerdings, dass da Leute drin sind. Früher oder später werden sich. Früher oder später wird sich hoffentlich die Patrouillen blicken lassen auf den Zinnen. Ja, also du kannst auch sicherlich einschätzen, wenn Isarun jetzt 2 Stunden lang meditiert und ihre Wunden aufreißen, was wahrscheinlich Raphim wieder unglaublich erfreuen wird, ähnlich wie das bei Abel mir der Fall war, dann. Ja, ich lasse mich zum spontanen Mitopfern begeistern. Was geht denn da? Also ich halte nochmal fest, wenn wir jetzt 2 Stunden hier sitzen, ist es 3:30. Dann ist es hell, dann ist es zu spät. Ja komm, ich kann eh nicht. Also das ist ja reicht dir... Okay, also, wir halten fest, Isarun kann nicht. Es gibt da kleine blaue Pillen für, was weißt du? Was passiert denn, wenn du das verkackst? Teile mal ein bisschen. Ja, geht nicht mit umwandeln. Ich meine, irgendwann kann ich es bestimmt wieder versuchen. Verlierst du trotzdem LEP? Ich glaube, die 1W3-1 verlierst du trotzdem. Was hast du denn? Ritualkenntnisprobe nicht geschafft? Oder, nee, warte, ich glaube, du verlierst den einen ASP, den du kannst starten, dieses Ritual jetzt gar nicht in Gang setzen. Ja, also. Richtig, also das ist zur Initiation. Oder? Genau. Ja, das dauert 5 Minuten, danach kannst du es doch wieder versuchen, oder nicht? Genau. Ja. Das ist auch kein Zauber, also hast du auch keine Erschwernis. Du musst halt den einen ASP ausgeben. Ja. Das ja, der eine ASP tut, glaube ich, nicht so weh. Ich weiß nicht, wie viel sie noch hat. Jetzt wenn man ich habe 8, beziehungsweise jetzt 7. Ja, okay, dann kannst du es noch. 6-mal geht noch. Ja, 11-mal geht noch. Gut, dann hast du es jetzt zumindest geschafft. Also wie lange meditierst du jetzt? Genau, das ist jetzt die Frage. Wir haben es 2:30, habe ich gesagt. Wir haben jetzt 5:30. 1:30, genau, jetzt haben wir es 5 Minuten später. Das ist jetzt wichtig, das ist eine ASP weniger, den du hast. Also nicht nur eine ASP, sondern effektiv 2, die dir fehlen am Ende. Also wir haben es jetzt 2:30. Genau. Ja, vor halb... Nee, wir sollten 1:35. Wann wollt ihr hochbrechen? Vor 2:30 sollten wir auf jeden Fall unterwegs sein, würde ich sagen. Weil wir müssen in der Stadt auch noch irgendwo hin. Also wenn du bis 25 regenerierst, kannst du 10 ASP kriegen. Also bis 2:25. 2:25. Dann haben wir 50 Minuten. Geteilt durch 10, beziehungsweise geteilt durch 5. Genau, geteilt durch 5 sind 10 Spielrunden, sind 10 ASP. Und den 1W3-1 ja, LE. Genau, und den 1 zum Initiieren, also habe ich 9, die ich jetzt machen kann, ne? Nicht unbedingt ein guter Deal. Beziehungsweise du gehst runter von 7 auf 6 und dann gehst du hoch auf 10. Ja, richtig. Haben oder nicht haben. Also Ignisfero ist da nicht so die gute Wahl, aber... Mit verbotenen Pforten geht das.
Und 10 LEP plus 5 halbe sind 3. Minus 1. Minus 1 oder Also plus 2. 1? Minus Minus 1. 1. Also 2. Wie viel LE hast du noch? 30. Achso, ja, dann. Ich bin gut dabei. Ich wurde Also in dem 8, Kampf gar nicht 8, verletzt. 10. Ja, Ich meine, Musstest jetzt hast du. du ja, verbotene Pforten im Kampf benutzen. Also jetzt hast du noch 18. Oder du wirst schnell Was? Bioradianer. Was? Wo? Was? Aber gerade hast du noch 30, 10 ja? ASP eingesetzt und wenn man in LE minus 2, also plus 2 sind 12 LE Verlust. Und 30 minus 12 sind 18, nach Adam Genau. Riese, der in DSA ein echter Riese war. Wie kommt ihr auf die 13 minus 12, Du 30 hattest minus du hast 12? gerade gesagt, du hättest 30. Ja, jetzt 30 habe ich sind aktuell. 30. Ja, davon Ach, ziehen hast wir du jetzt 10 ab, die du Flaschen umgewandelt abgezogen hast. oder was? Nee. Nee, sonst hättest du die Ah, ich vorhergezogen. hatte Geht's nicht 2 gehabt und und 42 hat nicht 30. Vollrafim. Nee, nee, nee. 12. So, nee, ihr haltet jetzt die Klappe. Ich bin bei 20 und 20 LEP und 16 ASP. Fertig aus. Gut, danke. Aber wie viele ASP hast du? Jetzt noch 6, glaube ich. Möchtest du vielleicht auch opfern? Du kannst dich ja dazusetzen. Nee, ich will lieber 33 Lebenspunkte haben. Und eine So, und Körperhaft jetzt von brühen wir uns 23. noch einen Fallblütentee und innerhalb der nächsten 3 Stunden geht Ist das wieder rauf. keine schlechte Idee. Sekunde, Sonderfertigkeiten. So, bevor es jetzt wieder kaputt geht, ich versuche das jetzt zum dritten Mal, wir brühen jetzt diesen scheiß Tee auf, egal was passiert. Gut, damit das gesagt ist. Ja. Ich probiere ebenfalls astrale Meditation. Ich setze 14 um. Kannst du 14, nicht, kannst du 14. nicht. Achso, Du 12 kannst kann ich. maximal 10. Ach, 10. Na, dann mache ich 10. 10. Ja. Ich setze mir eine halbe Ritualkennung ein, die liegt bei 11, also 6 erleichtert. Die Probe. Und Würfel. Ist Und die ist gelungen. Dann darfst du 10 umwandeln, dann bist du von 33 auf 23 und hast 16 minus 1. Ich Weil muss noch ein zum ein Starten. W6, genau. Du hast nicht 16 ASP, sondern 15. Ja, stimmt. Und hast eine 4 gewürfelt, das ist eine 2 minus 1 ist 1. Dann bist du bei minus 11, dann machst du 22 Lebenspunkte. Genau. Viele Paktierer halten sich für immun, was die streitenden Merkmale des Lorgrammat betrifft. Bei anderen, schwächeren Geistern, Ruhelosigkeit und Unfrieden zu erwecken, gilt ihnen als nützliche Fähigkeit. Doch sie selbst betrachten sich als viel zu gerissen, gebildet und gescheit, um jemals den geistbeeinflussenden Wirkungen des Erzdämons zu unterliegen. In ihrem Selbstverständnis sind sie zu selbstsicher und gelassen, als dass ihnen etwas geschehen könnte. Diese Arroganz trägt natürlich dann dazu bei, dass sie die eigene wachsende Streitlust nicht erkennen. Stattdessen hat in ihren Augen stets der andere Schuld. Der zu dumm oder zu stur ist, die Worte des Paktierers als wahr und weise zu erkennen und deshalb eines scharfen Tadels bedarf. Ich erinnere mich noch an einen Fall eines Lorgrammat-Bündlers, der in kurzer Zeit alle früheren Bekannten und Verbündete fortgestoßen hatte und immer noch glaubte, er selbst als überlegener Intellekt habe sich von ihnen abgewandt, da diese uneinsichtig waren um ihn in seinem Fortschreiten nur behinderten. Aus den Schriften seiner Spektabilität Olorant von Gareth Rotenfels, Leiter der Schule der Absporungen zu Perikum. Nachdem die Wunden von Isaron und Abel mir aufgerissen und verschorft sind und auch Raphim sein übriges Blut geopfert hat, während Yalan die ganze Zeit auf die Mauern stierte und starrte, kommt ihr wieder zu Bewusstsein. Die Sonne gräut am Himmel und möchte den Tag wieder begrüßen. Wir schreiben den 18. Raja 1027 nach Bosbarans Fall. Und der Herr Magister, wie sieht es da hinten aus? Schwach. Wir sollten uns beeilen. Jeder Tag in dieser verfluchten Stadt ist ein Tag zu viel. Nicht die Antwort, die ich hören wollte, habe mir, aber ich nehm's. Isoron, wie geht's euch? Ja, es geht wohl. Wenn wir erst einmal diesen Tee getrunken haben und einige Zeit vergangen ist, wohl schon deutlich besser. Wir sollten aber wirklich aufbrechen, solange es noch dunkel ist. Jeden Moment. Ah, ich sehe die beiden. Lassen wir sie passieren und dann geht es los. Frage ganz Wie? off.
Gehen die nordwärts oder südwärts? Jetzt gerade. Jetzt gerade gehen sie wohl ja von Norden nach Süden und würden dann. Ja gut, nee, sie kommen gerade von Süden nach Norden und es dauert halt dementsprechend wieder etwas länger, bis sie dann an der Stelle wieder erscheinen. Ansonsten würden sie ja sehr schnell wieder im Süden kehrt machen und wieder nach Norden gehen, aber ich gebe euch einfach mal den richtigen Zeitpunkt. Schlage ich vor, wir schlagen etwas hier unten herum und dann können wir an dieser Bastion über die Mauer, damit man das vom Tor aus nicht ganz so gut sehen kann. Anwende? Nein, das klingt gut. Ich meine sogar, ich hätte eine Stelle gesehen, wo der Wassergraben etwas versandet ist und nicht allzu tief sein sollte, dort an dieser vorkragenden Spitze. Und wenn ihr ihn findet, dann gut. Wenn jeder seine Sachen hat, reichen wir auf. Los. Ja, Garas ist immer noch beeindruckend still und äußert sich nicht zu den Plänen, die ihr aktuell hegt. Er wird allerdings ohne Murren mitkommen. Warum er selbst dann schweigt, müsste man ihn dann später fragen, wenn es Zeit dazu gibt. Aber nach wenigen Metern, die ihr dann im Schutze der Dunkelheit zwischen den Bäumen hindurch huscht, könnt ihr dann die nächtlichen Mauern erreichen und genau zu dieser kleinen Bresche hervordringen, wo es einige ja, Sandverläufe gibt, vielleicht einige spielenden Kinder, die vor langen Jahren dann hier Sand hineingetragen haben. Der Fluss fließt hier ja ganz anders als der große. Es ist nur ein kleiner Burggraben, möchte man meinen, der dann durchaus das Vorankommen behindert, allerdings hier niemanden wegtreiben wird. So steht ihr vor der 4 Meter hohen Mauer, die sich dann grob 1 Meter über euch dann erhebt, sodass es insgesamt 5 Meter wären, wenn ihr durch das kleine Grabengebiet dann durchgewartet seid. Ja, ich verwandle dann meinen Stab in ein Seil, werfe es hoch und dieses Seil schlingt sich automatisch um eine Zinne und bildet eine Schlaufe und ja, ich wäre soweit. Macht hin! Wollt ihr zuerst oder zuletzt klettern? Zuletzt. Gut, dann kletter ich hoch. Eine Erleichterung für das Seil? Ich gebe euch eine 3, keine 7, ich gebe euch nur eine 3. Die Mauer an sich ist sehr glatt, aber es ist wie gesagt mit einem Seil. Schauen wir uns doch mal die Proben an. Die Attribute. Rettenzeit. Ja, so Rafim wird da noch einige Probleme haben, gerade wenn seine Stiefel jetzt so ein bisschen rutschig sind, durch das Wasser mal wieder abgleiten. Aber nachdem dann auch Abel mir ihn so ein bisschen am Po hochgeschoben hat, wird er dann als erstes oben die Mauern erreichen. Ich würde mich dann ganz ruhig hinlegen, Mira in meinem Rucksack neben mich und sie versuchen ruhig zu. Obwohl, naja. Versuch sie ruhig zu halten, während ich da oben auf der Burgmauer liege. Was ist mit den anderen Ausrüstungsgegenständen? Ich habe einfach alles zurückgelassen, was ich nicht für wichtig halte. Also ich habe keinen Wasserschlauch mehr, ich habe keinen Brotbeutel mehr. Ich habe Rüstung, Schwerter bzw. Bohrensichel, die Heiltränke hattest du gesagt und Mira. Genau, und die Erschöpfungspastillen, weil die wiegen, glaube ich, nichts. Also, ich glaube, das sind ja nur so ein kleines Beutelchen. Dann schlage ich von der Brust eine Bande Sonnenscheibe und frage es, wer gibt mir, packt das Seil an. Wenn mich dann kein Bandstrahl erschlägt, wird geklettert. Wo wir gerade beim Thema Gepäck waren, ähnlich wie Rafim, also Ballast wird hier gelassen, aber alles an relevanten Besitz, die man ist dabei, also Alchemiker, Waffen etc. Nichts wird unten gelassen. Gut, die Krone? Natürlich. Hast du dabei? Am Mann. Okay. Ich weiß, wenn ich die verliere, bin ich geliefert, aber ich sicher lasse auch. Also, ich hatte die Attribute. Minus 3 ist eingetragen. Auch du wirst dich hier sehr, sehr schwer tun. Es ist wie gesagt das Wasser, was eure Stiefel rutschig macht, die glatten Wände. Aber ja gut, ohne Seil wäre das natürlich unschaffbar. Und auch Iseron wird dann etwas graziler nach oben klettern können. Ich kletter dann als letztes dieses Seil hoch. Und auch du schaffst es. Und wickel es ab.
Wie tief gibt es dort eine Treppe oder sowas? Nee, eine Treppe wird das nicht geben, sonst könnte ja jeder Bauer auf die Mauer nach oben ja, klettern. Aber du kannst erkennen, dass direkt unter euch ein großer Busch gewachsen ist. Eine Hecke, die herangewachsen ist, irgendwelche Vogelbeeren oder so, die dann hier ja, unter dir dann sind. Und wenn du dann 1-2 Meter nach Norden oder nach Süden gehen würdest, ist wahrscheinlich nach Süden, dann könntest du dich direkt in diese Hecke reinfallen lassen, der dann den Sturz abfedert. Alternativ. Würde ich nicht machen. Nochmal auf der dieses Seil immer noch. Ist er immer noch um diese Zähne geschlungen? Mhm. Dann wieder runterklettern. Einfach runterklettern. Ist ja 10 Meter lang. Ja, also reichen. Eure Proben waren gut. Da würde ich euch jetzt keine weitere Probe würfeln lassen. Also ihr kommt irgendwie runter, selbst wenn ihr fallt. 4 Meter Sturz ist eine Körperbeherrschungsprobe plus 4 und dann sind das erst einmal, weil kontrollierter Sturz sind das Ausdauerschadenspunkte. Also selbst wenn ihr fallen solltet, ist das nicht von Relevanz. Gut, dann steht ihr unten, neben der Hecke. Vor euch könnt ihr wieder lauter den Fluss hören. Ihr könnt die Mühlräder quietschen hören, die leicht südlich dann von euch aufgestellt sind. Beziehungsweise ist es keine Wassermühle, sondern eine Windmühle, die dann hier angelegt ist. Und ja, viele Bauernhäuser, die dann hier jetzt Schatten spenden. Auch hier wieder, wo man sich gut verstecken könnte. Und leicht im Norden könntet ihr noch einige Lichter erkennen. Und wohl auch noch immer Bewegung. Unheilige Bewegung. Sagst du mir etwa, wo diese Lichter sind? Also mehr so hier oder mehr so hier? Beim Brunnenplatz, also bei Neuromilis ungefähr hier, ja. Wir sollten uns zunächst von der Mauer fortbewegen. Ich schlage mir vor, erst einmal alle zusammen zu. Seht ihr die Mühle da vorne? Geht vor. Wir folgen. Ich hatte mich dann so, sagen wir, 10, 15 Schritt vor den anderen. Auch ab und zu mal hinter die Büsche und zwischen den Häusern hindurch. Aber das ist ein relativ offener Platz, so wie ich das sehe. Deswegen möchte ich auch dann zügig runterkommen. Schleichenproben, oder? Noch nicht. Noch nicht. Okay. Also ihr könnt dann Schutze der Dunkelheit, wie gesagt, noch ist es dann dunkel genug. Könntet ihr dann bis zur Mühle heran und seht dann sowohl vom Trollzacker-Tor im Osten von euch, als auch im direkten Norden von euch, könnt ihr dann mehr und mehr Stimmen hören, gerade jetzt dann auch am Fluss gelegen, könnt ihr dann die Hinweisschilder erkennen. Da gibt es wohl einen Zwergenguss, eine Brennerei. Die werden da also dann Ziegel machen und ja, dadurch, dass die Feuer laufen und wenn sie einmal an sind, werden die ganze Zeit laufen. Also irgendwer wird da jetzt wohl auch zu später Nacht noch hantieren, trotz der belagerten Stadt oder vielleicht gerade wegen der belagerten Stadt werden hier Ziegel gebraucht.